Leute, willkommen zurück bei Stream of Fortitude und heute gibt es den dritten Teil mit Stefan Pagelsen. Und heute habe ich einfach mal ein paar Fragen, typische Fragen, die man sich vielleicht stellen könnte zum Thema Powerlifting. Und Stefan darf hier Rede und Antwort stehen. Okay, und zwar erstens, ist es nicht langweilig, nur drei Übungen zu haben, den kompletten Wettkampf? Im Wettkampf definitiv nicht. Im Wettkampf ist Adrenalin am höchsten Level. Die Übungen sind eigentlich Nebensache. Nicht Nebensache, aber das Wichtigste ist einfach dein Versuch. Und da geht es dann weniger darum, ob die Übung jetzt Spaß macht oder nicht, sondern einfach nur um pure Leistung. Also, top. Okay. Ist so schweres Training nicht schädlich für den Körper? Wenn man es richtig macht, nicht. Klar, Technik ist A und O. Wenn man beim Kniebeugen ständig die Knie zusammenpresst, klar, ist Das macht Ganze vorprogrammiert, dass man sich hier wehtut. Genauso beim Kreuzheben. Wer beim Kreuzheben ständig oder schon am Anfang rund wird, wird sich früher oder später im Bandscheibenvorfall holen. Ich sag's mal so, man kann das Risiko natürlich extrem eingrenzen. Es gibt halt so Sachen, man hat Vorteile, weil man stärker ist, verletzt man sich vielleicht nicht so, wenn man so hinfällt. Auf der anderen Seite hat man dann vielleicht Arthrosen schneller. Ich denke mal, es hält sich dann die Waage, wenn man es richtig macht. Ja. Kommt da immer drauf an, wie man es macht. Ich meine, wenn man das Ganze nur hobbymäßig macht und vernünftige Technik hat, wird das Ganze wahrscheinlich nur positive Auswirkungen haben. Klar, das Ganze leistungsmäßig macht, Leistungssport ist nie gesund. Das gibt es nicht, aber ja, man kann das Ganze minimieren und somit auch auf Dauer stark sein. Okay. Dann die ganze Kraft, die du jetzt in den drei Übungen hast, bringt dir die auch was bei anderen Übungen? Sagen wir mal beispielsweise Klimmzüge oder sowas wie Strongman oder einfach im Alltag. Bringt dir die Kraft was? Also ist die da? Oder ist es wirklich nur in diesen Übungen, in diesen gewissen Bewegungen? Hauptsächlich in Übungen. Klar, im Alltag merkt man natürlich auch, wenn man jetzt vor allem irgendwas hochhebt, die Kraft ist da. Ja. Man muss halt einfach einsetzen können. Das Ganze mit anderen Übungen eigentlich eher andersrum. Man merkt, wenn man in den anderen Übungen stark ist, kann man das Ganze auch auf die drei, vier Grundübungen übertragen. Da stelle ich mal ganz kurz ein, und zwar, wir haben ja Kniebeugen, Banken und Kreuzheben. Wenn du eine Übung hättest, die jeweils den Lift verbessern kann, welche wäre das für jede Übung? Also was macht Knie, wenn du eine Assessment-Übung hättest für Kniebeugen, die Kniebeugen weiterbringt, was wäre das? Ja. Also eine Kniebeuge, definitiv einmal die Beinpresse, weil man hier einfach den Quadrizeps, die ganze Beinmuskulatur aufbauen kann, stärken kann. Ohne dass man jetzt den Rücken recht belastet. Fürs Kreuzheben dann zum Beispiel wäre auf alle Fälle eine Rückenübung, Hyperextensions, Good Mornings, eine gute Ergänzung, um das Ganze voranzubringen. Und natürlich ergänzen sie die Übungen gegenseitig. Ja. Kniebeuge und Kreuzheben vor allem sind stark aus den Beinen. Wenn man hier starke Beine hat, einen starken Rücken dazu, ergänzt sich das Ganze einfach. Und Bankdrücken? Beim Bankdrücken auf alle Fälle Brusttraining und Lattraining bleibt nicht aus. Eine Übung, die Bankdrücken 100% voranbringen wird? Eine Übung direkt gibt es nicht. Also es gibt nur mehrere, es gibt immer nur Kombination. Ansonsten wäre das Ganze einfach zu einfach. Okay. Brauche ich viele Muskeln, um stark zu sein? Nicht unbedingt. Es gibt immer nur Qualität und Quantität. Klar, schaut es gut aus, wenn der Oberarm dick ist, aber wenn er nichts hebt, bringt das Ganze nichts. Es kommt einfach auf Muskelfasern haben wir drauf an. Das Ganze spielt sich dann auf einem sehr, sehr kleinen Level ab, was dann entscheidend ist. Also es geht auch ohne Muskeln. Es geht auch ohne. Powerlifting gibt es ja Gewichtsklassen bis 66 oder so. Da siehst du auch Leute, die richtig stark sind und man sieht sie einfach nicht an. Und wenn man deine Werte vergleicht mit irgendeinem Bodybuilder, der hundertmal so krass ausschaut und trotzdem zerstörst du ihn halt in allen Übungen. Von dem her, Muskeln sind nicht immer entscheidend. Es kommt immer dann auf die Gewichtsklassen drauf an. In einer sehr niedrigen Gewichtsklasse, wenn man relativ groß ist, ist scheiße, weil dann einfach die Muskulatur nicht da ist. Also Muskulatur ist schon wichtig, auch die Masse an Muskulatur.
Aber im Powerlifting kommt es eigentlich nur auf die Qualität drauf an, dass die Muskulatur sauber ausgebildet ist, dass die funktionell ist und eben auch auf ja. Man kann eigentlich so sagen, umso mehr man zunimmt, umso mehr muss man auch stärker werden, damit sich das lohnt. Also man macht es sich ja schwieriger, indem man mehr wiegt, weil man dann in der Klasse ist mit stärkeren Leuten. Klar, das heißt, also, man muss sich sofort ausgleichen. Man sollte seine Gewichtsklasse eigentlich ja, bestmöglich ausreizen, am besten hauptsächlich durch Muskelmasse. Wenn man aber in die nächsthöhere Klasse rutscht, sind meistens knapp 10 Kilo Unterschied, ja, wird das Ganze schon schwieriger. Ja. Einfach um einiges mehr heben dann. Eben 10 Kilo mehr Muskelmasse hebt eben definitiv mehr wie 10 Kilo weniger. Okay. Dann auch eine ganz interessante Frage, und zwar, ich fange an mit Training. Soll ich zuerst stärker werden oder zuerst Muskeln aufbauen? Wenn keine Muskelmasse da ist, dann erst Muskelmasse aufbauen. Okay. Es bringt nichts, wenn jetzt von Anfang an nur schwer trainieren. Wichtig ist einfach die Grundlage. Vernünftige Muskulatur aufbauen, Technik lernen und dann erst schwer trainieren. Okay. Nächste Frage. Was sind deine Ziele noch für 2017? Für 2017 ist ja mir relativ schwierig, sage ich mal zum Song. Steht dann im September westeuropäische Meisterschaften an. Wäre natürlich schön, hier am ersten internationalen Wettkampf in Stockholm. Ja. Für Hochdeutsch ein der ersten drei Plätze. Ja, einfach Top 3 international wäre Wahnsinn. Ob jetzt in Einzeldisziplin oder Gesamtwertung, bleibt es egal. Hauptsache einmal Top 3. Ansonsten, ja, natürlich deutsche Meister im Bankdrücken wiederholen. Die letzten beiden Jahre. Stark, ja. Habe mir das Ganze schon gesichert, war mal als Junior und letztes Jahr als Aktiver. Ja, würde mich natürlich gern wiederholen. Krafttechnisch, also du hast ja vorher schon mal gesagt, du bist ins Kniebeugen 212, glaube ich, 162 Kilo Bankdrücken und 280 Kilo Kreuzheben. Ist da noch was drin so bis zum Jahresende? Auf alle Fälle. Also es ist noch einiges drin, das Ganze, zumindest Kniebeugen und Bankdrücken, die PRs sind noch vom letzten September. Ja, auf alle Fälle bei den Westeuropäischen. Was sind denn die Ziele so? Wird noch was folgen. Ja, Kniebeuge Raw auf alle Fälle, ja, 220, 230 wäre natürlich mal was. Ja, Bankdrücken, nächster Schritt 170, vielleicht mehr. Beim Bankdrücken ist das Ganze immer ein bisschen geringer. Und Kreuzheben, mal schauen. Großes Ziel wäre natürlich die 300. Ob die dieses Jahr noch fallen, mal schauen. Aber ja, spätestens nächstes Jahr. Ja, nicht schlecht. Okay, und was denkst du über Bodybuilder? Erster Gedanke. Ja, auf Niederbayerisch Luftpumpen. ja, klar. Bodybuilding ist, ja, das Training ist hart. Diät ist noch härter. Ja, klar. Es ist halt einfach hier nur optische Sache und weniger krafttechnisch. Steht natürlich immer im Kontrast zum Powerlifting. Klar, höchster Respekt, wer auf die Wettkampfbühne geht und Bodybuilding wettkampfmäßig betreibt, das ist definitiv hart. Aber meins Training meins wäre es nicht, aber es ist halt einfach auch ja, schwer Kniebeugen, ja, schwer Kreuzheben. Ja. Ist Pflicht auch bei Bodybuilding. Ja. Ist einfach geil und da brauche ich keinen guten Körper dafür. Einfach nur pure Kraft. Perfekt. Okay, und dann Klischee eines Powerlifters. Was ist das Klischee eines Powerlifters und was ist dran? Das Klischee eines Powerlifters ist ja, pure Kraft und nichts in der Birne. Schlechte Optik, das ist nichts in der Birne, das stelle ich mal ganz hinten an. ja, das entspricht, sagen wir mal, zum größten Teil der Wahrheit, wenn man durch das harte Training ja, baut man eigentlich primär, wie sagen wir, Kraft auf, also die Kraft steigt, die Optik ist ja einfach zweitrangig. Es geht einfach darum, dass du genügend Kalorien hast, um die Kraft, also die Kraft da entwickeln zu können. Und da ist jetzt egal, ob der Bauch 2 cm mehr Umfang hat oder nicht. Und wenn es 5 cm sind, ist auch egal. Trainierst du deine Arme regelmäßig? Jein.
eigentlich eher unregelmäßig und auch nur, um das Ganze ästhetisch etwas im Rahmen zu halten. Okay, und dann auch noch also eine sehr interessante Frage zum Abschluss, und zwar Trainingsplateau. Hattest du schon mal so ein Plateau, wo du einfach nicht mehr vorangekommen bist, krafttechnisch in einer Übung? Und was hast du dann gemacht? So, was ist, wenn man auch als Empfehlung für jemanden, der vielleicht gerade irgendwie keine Steigerung mehr hat, was musst du empfehlen? Was hast du da gemacht, um das zu überwinden? Das Allerwichtigste, dranbleiben. Also klar, jeder hat einmal ein Plateau, das lässt sich nicht vermeiden. Wenn es irgendwo hakt, vor allem wenn es dann mal beim Bankdrücken hakt, geht es meistens dann in die Kniebeuge oder so weiter. Also es geht nicht immer überall weiter, sondern man bleibt einmal stehen. Das Wichtigste ist einfach, dass man dabei bleibt. Man darf sich so von sowas nicht zurückwerfen lassen. Technik überprüfen, Nebenübungen mit einbauen, die das Ganze fördern. Und ja, dann wird das Ganze wieder. Top. Okay, das war es eigentlich jetzt mit den Fragen. Also ich wünsche dir auf jeden Fall, ich werde es eben mitkriegen, viel Glück bei den ganzen Wettkämpfen. Ich bin mal gespannt, wann die 300 Kilo Kreuzung geknackt werden. Das wäre natürlich schon nächste große Ziel. Kommt auf alle Fälle. Okay, perfekt. Auf jeden Fall danke für die Videos und viel Erfolg noch bei deinen nächsten Wettkämpfen. Okay. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid, Like da lassen und schaltet beim nächsten Video wieder ein. Macht's gut. Ciao.